Wir starten heute mit Root Porn. Ja, wir sehen hier eine Knolle, die bewurzelt, die wunderschöne Wurzeln ausbildet, auch eine sehr schöne Feinverzweigung. Aber das ist so herrlich anzusehen hier in der Wasserkultur, hatten wir ja eigentlich gestern, aber den hatte ich vergessen gehabt und von daher nehmen wir den heute als erstes mit. So, dann schauen wir das Ganze mal rundherum an. Das Wasser ist nach wie vor glasklar, wurde, seitdem wir das letzte Mal gesehen haben, nicht gewechselt oder dergleichen. Auch nichts nachgefüllt. So, hier sehen wir zwei Wachstumspunkte. Da handelt es sich nicht um Wurzeln, und zwar einmal hier, ich muss ja eben das Display drehen, da, und einmal hier. Das sind, ja, ich würde sagen, Rhizomstücke in dem Sinne. Ja, also da wächst etwas heraus, eigentlich mit Nabelschnur. Hier in dem Sinne jetzt ohne Nabelschnur, voraussichtlich, weil sie sich im Wasser befinden. Ja, interessant mitzunehmen erstmal. Ne, das ist also das Wachstum, was wir jetzt tatsächlich sehen können. Wir sehen auch hier eine Wurzel, die damals unter einem Blatt hergewachsen ist. Und die schiebt sich jetzt hier so vorne so ein bisschen durch. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Das ist auch interessant anzusehen. Ja, es sieht schon krass cool aus, muss ich sagen. Also ist schon eine richtig coole Sache. So, und es entspringt eine neue Wurzel. Hier kann man so schon richtig erkennen, ne? Die schießt wie verrückt hier raus. Also soweit sieht das sehr gut aus, das ganze Wachstum insgesamt. Wasserverbrauch können wir dann jetzt auch sehen, ja, an dem Rand hier. Also ungefähr 2 cm sind jetzt tatsächlich weg. Ja, also soweit läuft das ganz gut. Ne? Nur im oberen Bereich tut sich momentan noch nicht wirklich was. Das gucken wir uns dann jetzt auch mal an in dem Zuge. Es befindet sich aber in Startposition, sage ich jetzt mal. Ne? So, hier sehen wir nämlich jetzt die zwei Wachstumspunkte. Da hat sich die Pflanze damals geteilt. Das ist schon eine recht alte Alocasia. Amazonica Polly. So, jetzt habe ich es wieder. Meine Güte. Amazonica Polly. Die hat sich also hier geteilt in dem Sinne. Ne? Also so zwei Haupttriebe entwickelt. Eigenständige Knollen im Prinzip, könnte man schon sagen. Ne? Das sieht also aus, als wenn das hier, ja, wie soll man sagen, das könnte, wenn es jetzt in der Erde stecken würde, eigenständige Wurzeln ausbilden, das Ganze. Genauso wie das Schätzchen hier. Also auch das ist mehr oder weniger eine Knolle, die sich auf der Pflanze entwickelt hat. Man könnte rein theoretisch das Ganze auch mal komplett fluten, um mal zu gucken, ob sich dann dort Wurzeln entwickeln. Wäre auch denkbar, aber im Moment warte ich noch. Ich wollte erst mal gucken, inwieweit reagiert die Pflanze überhaupt auf diese ganze Aktion. Und ich muss sagen, bis jetzt läuft das richtig gut. So, pH-Wert ist 6,1, Mikrosiemens-Wert bei ca. 250. Wir dürfen hier düngen, definitiv, ne, ist ja ausreichend Wurzeln da. Ein ganz altes Blatt, ich schiebe das mal kurz ein bisschen nach oben. Vielleicht kriegen wir das ja so mal hin. Mal gucken. Jawohl, guck mal, da haben wir das Blatt. So, hat das gepackt? Nein, hat er nicht. Okay. Ja, manchmal ist er so. I'm so sorry, ich versuche es nochmal. So jetzt vielleicht. Er will er nicht wirklich. Okay, man sieht es auch so schon. Ne? Das Blatt hat Mangelerscheinung. Also ja, das wird sich auch nicht mehr ändern in dem Sinne. Das bleibt jetzt auch so. Hier ist ein Blatt, das ist noch okay soweit. Das untere da auch. Das sieht auch noch gut aus. Ja, wir warten halt auf Wachstum, ne? Dass also die Pflanze dann oben weiter wächst und nicht nur unten. Aber ist auch okay. Ich meine, sie macht Wurzeln, ne? Bereitet sich darauf vor, auf die ganze Sache. Und irgendwann gibt das Ganze auch richtig Gas. Ich denke, man kann schon erkennen, die Austriebsspitzen, die sind tatsächlich schon dicker geworden. Ne? Also die quellen jetzt richtig auf. Da kommt also was rausgeschoben aus den Knollen. Das wird wohl in den nächsten Tagen passieren. Und da muss ich mal gucken, ob ich das dann jetzt so belasse in den Behälter oder ob ich mir irgendwann mal, wenn ich mal Zeit habe, mir einen anderen besorge. Denn das sollte doch ein bisschen anders stehen. Weil wenn das jetzt hier so direkt am Rand liegt, obwohl, wenn die rauswachsen, drücken sie auch selber so ein bisschen an die Seite. Ich meine, das sollte dann auch nicht so wild sein. Ne? Aber insgesamt muss ich sagen, coole Sache, dass wir also Alokasien tatsächlich auch in der Wasserkultur halten können. Das können wir definitiv schon mal sagen. Wir müssen halt gucken, dass wir jetzt ja, die Düngung so ein bisschen anpassen. Das heißt also so peu à peu erhöhen wir das Ganze. Und dazu brauchen wir nicht mal das Wasser wechseln, weil das pH-Wert passt noch einigermaßen. Ist noch okay soweit. Das heißt, wir werden heute ein bisschen was dazu gießen einfach in einer etwas höheren Konzentration. Weil es verdünnt sich ja mit dem Wasser, was wir ja noch hier drin haben in dem Sinne. Ne? Okay. Und damit hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. So, ich habe heute alles versorgt. Heute war Gießtag, großer Gießtag. Außer unsere Orchidee, die muss ich gleich noch einsprühen. Aber ansonsten ist tatsächlich alles versorgt. So, ganz kurz gezeigt, die
Ach komm, ich lese es ab, besser ist das, ne? Die Begonia concifolia variegata rubri macula. Die hatten wir ja rausgenommen, um uns mal die Wurzeln anzusehen. Und jetzt sehen wir uns mal die Pflanze an und es geht ihr immer noch gut. Also wir sehen, man kann sie rausholen, reinsetzen, hopp der Bob, ne? Da passiert gar nichts. So als wenn ein Kind ins Kinderwagen wieder raus, rein, kein Problem. Überhaupt kein Problem im mineralischen Substrat. So, hier werden wir jetzt tatsächlich, wo ich hingestellt habe, Düngerlösung reinpacken bei 1000. Ungefähr das, was er jetzt verbraucht hat, also diese 2 cm, die füllen wir damit jetzt einfach auf hier. So, okay, dann messe ich da nachher nochmal nach, wie das dann jetzt aussieht. Auf jeden Fall ist die Konzentration jetzt etwas erhöht im Gegensatz zu vorher. Ja, die Wüstenrose, oh mein Gott, das Schätzchen hat schon einiges mitgemacht im Leben. Letzten Sommer stand es hier draußen und das hat überhaupt gar nicht gefallen. Es war ja kalt und nass und das war nicht so dolle. Okay, sie sah ganz schrecklich aus, dann habe ich sie reingeholt und wollte sie anfangen zu blühen. Und dann habe ich sie erstmal stehen lassen als in Quarantäne, auch relativ trocken tatsächlich, auch eine lange Zeit. Das hat ihr soweit nichts ausgemacht. Allerdings steht sie jetzt hier seit längerer Zeit im Raum wieder, also auch unter Zusatzbeleuchtung, aber sehr wenig, also nicht volle Pulle. Ne? Also steht unten auf dem Fußboden, direkt am Tisch, also ist er sogar noch ein bisschen schattiert vom Tisch tatsächlich. Und trotz alledem sieht sie richtig kräftig aus und auch hier in der Anwendung mit dem Urgesteinsmehl. Und wie wir sehen, auch der Pflanze tut das richtig gut. Jetzt können wir natürlich von den Blättern nicht viel sehen, da das Ganze nach oben gerichtet ist, weil das Licht auch von oben kommt. Dann kippe ich das Ganze mal in der Hoffnung, dass ich mir kein Substrat hier rausgieße. Die sieht richtig gut aus. Das erste Mal, seitdem wir sie haben, dass sie also wirklich gut aussieht, ohne dass die Blätter rumzicken oder sonst irgendwas. Draußen im Sommer hat sie ständig schwarze Flecken bekommen, also die Blätter schwarze Flecken bekommen, weil es einfach zu nass und zu kalt war. Ne? Das war schon, das war für die Wüstenrose gar nicht gut. Ne? Aber ja, so lernt man halt ständig immer wieder was dazu. Mal gucken, wie wir dieses Jahr handhaben, ob ich sie wieder nach draußen packe, ich weiß es noch nicht. Da warten wir einfach ab, würde ich sagen. Ne? Das ist übrigens auch ein 1000er-Kandidat. Ne? Also 1000, dann 1, 2 mal 500 und dann wieder 1000, dass man da auf der sicheren Seite ist. Zwischendurch auch mal mit Leitungswasser gießen. Das geht tatsächlich auch, ist auch kein Problem. Und wie gesagt, so im Rhythmus, wie wir das machen, dann mit Urgesteinsmehl. Oder du kannst auch Urgesteinsmehl oben ein bisschen draufstreuen und dann mit eingießen. Und das funktioniert tatsächlich auch. So, pass mal auf. Habe ich denn jetzt noch 500er klar gemacht? Jawohl, habe ich noch. Ist sogar noch voll. Dann gieße ich nämlich mal kurz 500 hier durch, dass wir ein bisschen was im Untersetzer stehen haben, das gleich mal nachsehen können, wie das Ganze tatsächlich gegeben ist. Ja, so ist das. Das macht schon Spaß mit den Pflanzen. Das wird immer einfacher und vor allen Dingen auch interessanter, weil man kommt ja auch wieder auf ganz andere Ideen. Ne? So, wir sind jetzt hier bei 360, ne? Also das ist okay. Dann haben wir das ein kleines bisschen erhöht. pH-Wert brauche ich jetzt nicht messen, weil der wird sich noch ein bisschen verändern. Da kann ich morgen mal nachgucken. Das ist ne, frisch angesetzt, das Wasser, das verändert sich dann noch. So, was haben wir jetzt hier drin? Ja, 880 Mikrosiemens, siehst du wohl. Das läuft soweit schon mal ganz gut. Dann gucken wir mal eben schnell noch pH-Wert. Das ist zwar nicht ganz so relevant, weil auch, wie gesagt, frisch angesetzt ist die Lösung. Und von daher, aber trotz allem mal kurz so, dass ich einen kleinen Anhaltspunkt habe, wie das aussieht. Wir sind so knapp bei 5,9. 5,9, also das ist soweit noch okay. Also man sieht schon, die vertragen tatsächlich auch wesentlich mehr Kalkwasser in dem Sinne, Leitungswasser. Ne? So, das sollte man wissen. Okay, das heißt im Klartext jetzt. Wollen wir mal gucken, was wir jetzt machen. Das war nämlich das, was ich jetzt zeigen wollte unbedingt. Und jetzt mache ich Feierabend wohl. Oder, was sagst du dazu? Nein, wir machen natürlich weiter, ganz klarer Fall. Oh, ich muss gleich wieder Akku kontrollieren. Pass mal auf, den versorge ich mal just hier. Oder die Orchideen hier auf dem Stein. Ja, die Orchideen werde ich demnächst auch nochmal zeigen, wie das so aussieht, weil die eine fängt bald an zu blühen. Wenn das dann der Fall ist, dann nehmen wir uns die Orchideen auch nochmal zur Brust. Wobei, da gibt es ja eigentlich nicht viel Neues in dem Sinne, aber ne, mache ich dann doch gerne. So, jetzt kommen wir nämlich tatsächlich zu diesem Wasser hier. Das ist das Wasser aus unserem baldigen Garnelenbecken. pH ist 6,3, Mikrosiemenswert 225. So, das ist mir jetzt allerdings zu viel für die Kannenpflanze. Das heißt, ich werde das jetzt verdünnen. 1:1 in etwa. Gucken, ob ich das so hinbekomme. Müsste ich eigentlich, weil ich habe ja hier ein Litermaß. Ja, oder Millilitermaß, wie man das sehen will. Ne? So, dann machen wir einfach mal halbe. Halben Liter hiervon. Weil wir wollen ja gucken, inwieweit wir das Wasser verbrauchen oder gebrauchen können, welche Vorteile das dann später hat und so weiter und so fort. Ne? Wenn man jetzt die Pflanzen, andere Zimmerpflanzen damit gießen würden,
müssten wir das natürlich noch aufsalzen, aufdüngen in dem Sinne, ne, ganz klarer Fall, weil es ist natürlich zu wenig, 225 Mikrosiemens. Das ist ja nicht so viel, ne? So, dann wollen wir mal gucken, was wir jetzt hier drin haben. Ja, siehst du wohl. 120 Mikrosiemens, also das ist soweit okay. Ein pH-Wert wird wohl jetzt nicht ganz so relevant sein. Denn auch hier ist der Fall, dass, wo habe ich das Ding da hingelegt? Auch hier ist es der Fall, dass der pH-Wert sich noch verändert. Ach, deppert. Hör mal auf. Wir haben hier in dem Gefäß, wo die drin hängen, das ist übrigens auch Wasserkultur, schon wieder Wasserkultur. Ey, ist schon interessant, was mit Pflanzen alles möglich ist in der Wasserkultur, das sage ich euch. Da haben wir schon so ein bisschen Erfahrung gesammelt, ne? Und die sind ja auch hier groß geworden drin, damals tatsächlich auch hier drin bewurzelt, dann haben wir auch die Köpfe abgeschnitten, wieder bewurzeln lassen und mit dazu gepackt. Einen Kopf haben wir wachsen lassen, das ist dieser hier. Und die anderen wurden halt, wie gesagt, einmal schnipp, schnapp und ab. So, was haben wir jetzt hier drin? pH-Wert, rüttel und schüttel mal ganz kurz, das hängt jetzt schon 2 Minuten drin. 4,3. pH-Wert 4,3. So, aber das kennen wir ja schon bei den Karnivoren, dass die auch tatsächlich den pH-Wert senken. Wie kriege ich das Zeug denn jetzt da rein? Ich sage es dir, du. Ach so, nee, Moment. Ich wollte den Houston pH-Wert messen. Wir müssen wenigstens Anhaltspunkte haben. Wie gesagt, der Wert wird sich noch verändern, eben bedingt dadurch, dass das Ganze noch miteinander reagiert. So, das steigt jetzt natürlich ein bisschen, ganz klarer Fall. Könnte vielleicht ein bisschen dauern. Habe ich noch irgendwas zu erzählen, was ich euch erzählen könnte? Ich werde erstmal das Gefäß jetzt zumachen. Da stand übrigens nicht offen, sondern geschlossen tatsächlich auch. Ne? Könnte vielleicht wichtig und relevant sein für die Zukunft. Was nur besser ist, offen oder geschlossen, kann ich noch nicht sagen. Ich muss den Akku wechseln. Mensch, geht der Punkt auch noch aus hier. So, pass mal auf. Rüttel und Schüttel noch mal kurz. Ja, da tut sich nichts mehr. Wir sind bei 4,9 tatsächlich. So, auch interessant, ne? Dass das jetzt mit dem Reinwasser dann so reagiert in dem Sinne, weil im Reinwasser selber gemessen, obwohl man ja eigentlich gar nicht messen kann, soweit ich das noch weiß. Also man kann zwar messen, aber der Wert ist eigentlich relativ unrelevant, weil je nachdem, was man das zugibt, verändert sich das dann schlagartig. Das haben wir jetzt ja auch gesehen. Ne? So, okay. Das ist natürlich ein heftiges Wirrwarr hier. Ja, bei mir auch, ich weiß. Hör mal auf, jetzt haben sich lange Zeit nicht wirklich Kannen ausgebildet, aber es geht jetzt langsam wieder los. Ich versuche das mal so ranzuzoomen, dass wir es vielleicht auch einigermaßen erkennen können. Man kann hier, ich drehe den mal kurz, dann müsste ich das Display auch drehen, dann sehe ich gar nicht, was ich euch zeige hier. So, das ist ein altes Blatt, das kann ab hier, ab und zu passiert das mal. So, hier oben ist eine kleine Kanne, da. Das ist dem geschuldet, weil wir sie hier abgeschnitten hatten. Da wachsen die raus und bilden erstmal kleine Kannen aus. Und wenn die später größer werden, die Blätter, dann werden auch wieder größere Kannen drankommen. Aber hier kann man es erkennen, diese kleinen gebogenen Spitzen hier. Das werden tatsächlich wieder Kannen. Also ist sie jetzt dabei, das Ganze wieder, hier kann man es auch sehen bei dem hier, ja, in Gange zu bringen. Vielleicht auch geschuldet, weil die Tage jetzt wieder länger werden. Also wie gesagt, lange Zeit hat sie keine Kannen ausgebildet. Aber jetzt geht das tatsächlich wieder los mit den Kannen in dem Sinne. So, okay, dann kriegt das Schätzchen jetzt erstmal das Wasser und ich bin echt gespannt, wie die darauf reagieren werden. Also es ist schon, ja, mal wieder eine spannende Geschichte, dann, wenn das denn dann so klappt, ne? Wissen wir alle nicht, aber wir wissen ja auch, Versuch macht klug. Und bei Gegebenheit werden wir mal gucken, was alles so insgesamt im Wasser drin ist, was er so gegebenenfalls messen können, müssen wir mal gucken. Ne? Auf jeden Fall starten wir das Ganze jetzt und befüllen das dann. Wie komme ich da jetzt dran? Ich sag's dir, ich versuch's mal hier auf der Seite. Ja, hier klappt das wunderbar. Oh, da geht auch eine Menge Wasser rein. Das mache ich auch fast komplett voll, also ungefähr 3/4. Also hier oben so 2-3 cm lasse ich offen, frei in dem Sinne. Das waren jetzt ungefähr 3/4 Liter tatsächlich, die reingegangen sind. So, ja, und jetzt lassen wir uns mal überraschen, was damit passieren wird mit der Pflanze. Ne? Also das, da bin ich echt mega gespannt drauf. Ich meine, die hat ja jetzt so lange Zeit, ja, auch ein recht helles Grün, zabam, ausgebildet. Da schon die Decke kommt runter. Puh, ganz ruhig, alles gut. So ist das, ne? Ja, also, wir wollen mal gucken, wie die sich jetzt entwickelt. Ne? Standort bleibt gleich jetzt, ne? Weil den dürfen wir nicht verändern, weil sonst könnte es sein, dass dadurch gegebenenfalls sich alles wieder verändert. Und von daher hänge ich sie wieder ins Badezimmer, mittig da rein. Und dann, ja, wollen wir mal gucken, wie das jetzt in ein paar Wochen dann aussieht. Ne? Also schaden wird es ihr nicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Die Frage ist halt nur, wie wird sie reagieren? Ne? Zwecks Kannenbildung und
Blätter, Triebwachstum, weil sie ist doch recht blass, muss ich sagen. Ne? Das, gut, die hat seit langer Zeit nicht wirklich was gekriegt. Ich hab die vorhin gemessen, knapp 25 oder was, 20, 30 Mikrosiemens waren es gewesen, weiß ich schon wieder gar nicht mehr. Man sieht es aber eigentlich auch, die hat schon so nicht nur helle Blätter, sondern die werden auch jetzt fangen an, so leicht gräulich zu werden. Ne? Dann ist dann irgendwann ist einfach Nährstoffmangel da. Das ist dann nun mal so. Also man muss sie auch düngen, definitiv. Aber das wissen wir eigentlich schon. Ne? Okay, dann lass uns überraschen, was hier dann sich jetzt entwickeln wird im Laufe der Zeit. Da bin ich auch echt gespannt drauf. Ja, okay. Kommen wir zu dem Test, Experiment, Ugesteinsmehlüberschuss. Wir haben jetzt pH-Wert von 7,1. Das ist aber dem geschuldet, weil hier noch ganz, ganz wenig drin ist. Mikrosiemenswert haben wir. Ja, knapp 570, nicht ganz. Hier haben wir also diese Matschepampe unten drin, richtig, ne? Vom Urgesteinsmehl. Um mal zu gucken, inwieweit die Pflanzen das abkönnen. So, dann tauche ich den wieder rein hier und dann kriegt er jetzt erstmal wieder was hinterhergegossen bei 500. Weil es besser ist, ne? Und dann messe ich gleich nochmal nach, wie das hier aussieht. Dann sollte eigentlich, ich sag mal nichts, ne? Was Bescheid, sonst sieht das gleich wieder ganz anders aus. Aber wie gesagt, das Wasser ist frisch, von daher wird sich der pH-Wert sowieso noch ein bisschen verändern. Aber wir mal gucken, was er uns dann jetzt sagt. Wenn wir ordentlich Wasser hier drin stehen haben. So, ich muss im Moment ein bisschen abtropfen lassen. So, dann stelle ich ihn wieder hier drauf. So, wir haben jetzt 6,6. Ja, also man sieht schon, indem man frisches Wasser mit Nährstoffen dazu gibt, dann passt das wieder so einigermaßen, dass wir das auch mitnehmen. So, was haben wir jetzt hier? Ja, knapp 580 Mikrosiemens, also das ist dann soweit okay. Ja, so, und dann gucken wir uns jetzt die Geschichte hier an. Ja, das ist jetzt unser zweiter Test, die Alocasia Red Secret, wo wir dann auch Urgesteinsmehl in großen Mengen hier draufgepackt haben. Es ist auch tatsächlich noch nicht alles direkt drin im Substrat. Ein bisschen liegt noch oben auf. Aber in jedem Gießvorgang wird dann dementsprechend wieder was mit reingespült. So, ich würde sagen, der Pflanze geht es gut bis heute. Sieht richtig gut aus. Und tada! Ja, eine neue Spitze wächst heraus. Also ein neues Blatt kommt tatsächlich. Also das ist schon mal ganz schön. Sie leidet in keinster Art und Weise. Jetzt habe ich gerade frisch was hier reingegossen. Ich gucke trotzdem ganz kurz, wie das aussieht, dass wir da wenigstens mal so ein kleines bisschen Gewissheit haben. So ein bisschen rütteln und schütteln. Ja, bleibt stehen bei 6,4. Okay, bleibt stehen bei 6,4, muss gleich wieder so machen. Das ist soweit dann okay. Aber es ist schon interessant, dass wir jetzt hier bei unserer Zwergblattfahne sehen konnten, bei der Pfütze, die unten drin stand, dass da der pH-Wert wesentlich höher war. Ne? Aber ist auch gut, die Nährstoffe sind weg, verbraucht in dem Sinne auch. Ne? Und dann ist natürlich klar, dass der pH-Wert wieder ein bisschen höher geht dann. Ja, wir sind hier knapp bei 700 Mikrosiemens, das ist okay. Das ist ein Starkzehrer, also wenn da 1000 ist, ist es auch noch okay. Auch wenn es noch ein bisschen drüber ist, ist es auch nicht schlimm. Aber bitte nicht kontinuierlich hochdüngen. Ne? Das dürfen wir auf keinen Fall. Der wird allerdings bei ca. 500 kontinuierlich gegossen und gedüngt. Und dementsprechend sieht das jetzt so aus. Ja, und hier wächst auch eine kleine Südseepalme tatsächlich mit drin. Die hat sich hier einfach mal so reingespuckt. Also schon cool, dass es tatsächlich vielleicht gar nicht relevant ist, wenn man etwas mehr Urgesteinsmehl dazu tut, ne? Dass die Pflanzen also nicht leiden dadurch, sondern es ihnen vielleicht an augenscheinlich auch wesentlich besser geht. Zumindest bei der ist es definitiv so. Ne? Die sieht also richtig schön aus und wächst wunderbar. Ja, ist doch ganz schön, wenn man so ein paar Experimente macht. Das heißt, im Klartext machen wir heute ein neues Experiment. Wir nehmen uns jetzt unsere altbekannte Mango, die wir damals, wo wir Geburtshilfe geleistet haben. Ne? Kannst du dich noch daran erinnern? Die wollte ja nicht aus dem Samen rauskommen, die mussten mal herausoperieren. Und seitdem wächst sie also wirklich gemächlich, wirklich sehr, sehr, sehr gemächlich und sehr, sehr, sehr langsam. Ist aber nicht schlimm, das ist so ein kleines Sorgenkind in dem Sinne. So, dann gucke ich hier erstmal, was Sache ist. Gucken, ob der jetzt sofort hoch oder runter geht. So, Mikrosiemenswert geht wie immer am schnellsten. Wir sind bei 1120 Mikrosiemens, ist also sehr gut versorgt, muss ich sagen. Von daher ist das soweit ganz okay. So, hier sind wir bei 6,3. Das ist auch okay, also da brauchen wir nicht meckern. Und dann werden wir das heute hier tatsächlich auch starten mit dem Urgesteinsmehl. Allerdings, in dem Zuge mache ich es jetzt einfach mal, da kommt das Wasser raus hier. Weil dann ist das einfach in der Handhabung. Dann ist das einfach in der Handhabung. So. Dann nehmen wir uns das Urgesteinsmehl. Oh, die Dose ist bald leer. Okay, ich glaube, die war mal dreiviertel voll gewesen.
Ja, da ist nur eine ganz kleine Pfütze unten drin. Und dann machen wir das gleiche jetzt auch hier mit der Mango, um das mal auszutesten, wie das dann für die Pflanze, ne, ist in dem Sinne. So, einen dicken Löffel rein. Und dann haben wir jetzt, also 1000 hatte ich ja vorhin auch angesetzt, jawohl. Dann gießen wir das jetzt einfach mal rein hier. So nach und nach nehmen wir uns die eine oder andere Pflanze dazu. Wenn wir sehen, dass es geht, ne, dass die Pflanzen nicht leiden und alles in Ordnung ist, dann machen wir das. Und ich gehe davon aus, dass dann die Pflanzen noch mal ein bisschen, ja, nicht unbedingt besser wachsen, aber dass sie nicht so schnell leiden. Ne? Also das scheint tatsächlich so zu sein. Aber okay, nach wie vor alles nicht vergessen, Test, Experiment. Und von daher nehmen wir das einfach so mit in dem Sinne. Okay. Befindet sich gerade übrigens auch, ach, ich drehe da mal kurz rum, kann man das sehen. Die hatte das Bettchen ausgebildet hier und das hier. Und ist jetzt gerade dabei, sehe ich gerade. Ja, es geht bei den Mangos jetzt los, das machen alle momentan. Ich weiß nicht, ob das bei dir zu Hause auch so ist, ob die jetzt alle plötzlich unbedingt wachsen wollen, ob die wissen, dass der Winter gar nicht kommt oder wie auch immer. Ich hoffe, ich kriege das jetzt einigermaßen hin. Ich zoome erstmal so dran. Und dann gehen wir hoch. Ja, guck mal, siehst du wohl, guck, ne? Also, ja, sieht auch so schon, muss ich sagen, kräftig und gesund aus, ne? Und da gucken wir jetzt mal, wie sie darauf reagiert, dann dementsprechend mit dem Urgesteinsmehl. Siehst du wohl. Okay. In dem Zuge gucken wir uns nochmal eine andere Mango an. Das ist das Schätzchen, was letztens so gelitten hatte. Das sieht man hier an diesen Spitzen. Da war tatsächlich zu wenig Nährstoffe da. Da lag, glaube ich, bei 700 oder so. Das war zu wenig gewesen. So. Und er treibt auch hier tatsächlich wieder aus. So. Das heißt, im Klartext, ich messe nochmal nach. Ich meine, ich habe ihn sowieso schon kräftiger gedüngt, definitiv. Aber jetzt muss ich nochmal kontrollieren, weil er befindet sich im Austrieb. Ne? Und wenn der Austrieb da ist und das Pflänzchen wieder zu wenig Nährstoff hat, dann sehen die Blätter hinterher genauso aus. Das möchte ich ja nicht. Ne? Die sollen schon richtig gut wachsen können. Und von daher messe ich da mir eben nach alleine. Und ich denke, hier werden wir dann auch. Oder? Ja, doch. In dem Zuge schauen wir uns jetzt auch die andere Mango nochmal an, unser Mangobusch. Auch der befindet sich hier im Neuaustrieb. Hier oben kommt tatsächlich wieder kleine Blätter oder kommen kleine Blättchen herausgewachsen. Auf der anderen Seite war er ja vor kurzem rausgewachsen. Ist noch nicht ausgereift. So, also, was machen wir jetzt? Die Werte passen soweit. pH ist 6,3. Mikrosiemenswert knapp 900. Also das hat sich schon mal realisiert, dass er jetzt mehr hat. Der andere stand ja gut hier. Da ist alles okay gewesen. So, dann werden wir auch hier tatsächlich Urgesteinsmehl mit beipacken. Ja. Wichtig ist natürlich hier aufzupassen, dass das Substrat nicht trocken wird. Ne? Bei so einem kleinen Topf in der Relation jetzt zu der Pflanze gesehen. Ne? Da muss man wirklich aufpassen, denn wenn die Wurzeln einmal trocken sind, dann hat sich das erledigt. Dann, ne, gegebenenfalls, wenn du Glück hast, überlebt es, aber sie wird dann nicht mehr richtig gut wachsen. Das ist dann halt so. Ne? So, dann packen wir auch hier Urgesteinsmehl bei. Das gieße ich jetzt auch einmal kurz raus. So. Tada! Alles ist schon klasse, ne? Diese kleinen Feintuning-Sachen, das macht schon richtig Spaß, meine Güte. So, okay, das heißt, hier kommt jetzt heute 1000 wieder mit draufgegossen, ein bisschen. Also, ich muss da wirklich aufpassen. Also, hier muss ich ja doch spätestens jeden zweiten Tag gießen, aber ich kontrolliere jeden Tag tatsächlich auch, weil wir stehen hier vorne auf dem Tisch, ne? Da gucke ich dann sowieso einmal drüber morgens als allererstes, ob irgendwas im Busche ist, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. So, okay. Dann denke ich mal, läuft das hier mit Sicherheit noch mal ein bisschen besser. Ja, besser, 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 weiß Bescheid. Ne? Ja, so ist das. Ne? Einmal Nährstoffmangel und dann beim Austrieb passiert das schon. Ne? Wenn die herauswachsen und zu wenig Nährstoffe da sind, das kriegst du auch nicht mehr heile. Das ist so. Ne? Also die Pflanze kriegt es nicht mehr heile, sagen wir es mal so. Okay, wie Piaget. Oh Mann, das macht schon Spaß mit den Mangos. Ich muss mal gerade überlegen. Ah, nee, warte, das kriegen wir so hin. Das kriegen wir so hin. Schauen wir mal kurz rüber. Da steht nämlich die andere hier in der Selbstbewässerung. Auch die befindet sich gerade im Austrieb. Das sieht schon cool aus, ne? Also ist wichtig. Also die müssen schon 1000 definitiv haben. Darf auch ein bisschen drüber sein. Ist nicht so schlimm, ne? Aber drunter, das läuft dann nicht so, weil die brauchen doch unheimlich viel Kraft. Überleg, wenn die so ein Blatt ausbilden, ne? Wenn du siehst, wie dick die Blätter sind und kräftig sind, da muss natürlich ordentlich was reingeschickt werden, damit das überhaupt aufgebaut werden kann, ne? Und wenn das nicht da ist, ja, dann ist das halt so, ne? Dann werden die Blätter halt nicht ganz fertig, ne? Und sehen dann halt nicht so schön aus. Aber hier läuft's. Das sieht richtig gut aus, muss ich sagen, bei der Mango. Okay. So ist das mit den Mangos.
Das sieht schon klasse aus, vor allem, dass sie so schön kompakt wachsen. Das erfreut mich tatsächlich am meisten. Bei dem Busch hier damals, was ich noch daran erinnert, da kam ja ein Trieb herausgewachsen und da kam von unten so zwei kleine nach, dann haben wir den Haupttrieb abgeschnitten, nein, nicht ab, sondern eingekürzt, ne? Und dann ist das ganze Mehrtriebig tatsächlich herausgewachsen, hat sich ja dementsprechend so entwickelt bis heute. Das ist schon eine richtig coole Sache. Vorhin auch zu sehen, dass die also komplett unterschiedlich wachsen. Ich weiß, ich sage es jedes Mal, aber es ist so, ne? Jeder Samen bringt tatsächlich eine ganz andere Pflanze hervor. Ist so. So, dann würde ich sagen, reicht's für heute. Weiß Bescheid. Winke, winke. Bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. Ich wollte irgendwas noch gesagt haben zu den Mangos. Oh, jetzt ist es leider mal wieder weg. Ist so. Vielleicht fällt es mir gleich noch ein auf dem Wege. Auf dem Wege. Auf dem Wege zum Schluss. Zum, ne? Ja, Mangos. Also ist schon eine coole Sache. Ne, mir fällt es nicht mehr ein. Lol. Manchmal ist das aber auch so, ne? So, pass mal auf, lassen wir das Schätzchen jetzt mal stehen hier, dass wir das nochmal verinnerlichen hier mit dem Urgesteinsmehl, ne? Dass man da so unter Umständen, wenn man das scharf gestellt, ja, dass man also tatsächlich mehr dazugeben kann und nicht so unbedingt auf die Dosis achten muss. Das ist schon mal eine coole Sache, ne? Ja gut, extrem. Es geht natürlich noch extremer, ganz klarer Fall, ne? Aber nee, das geht auch wieder nicht. Nee, weil dann verschlammt das Ganze, weil du musst ja auch schon gucken, dass Luft reinkommt. Weil ich dachte gar, man könnte ja einfach mal in Urgesteins mir was reinpflanzen. Hey, lol. Aber das bringt's nicht, weil da kommt ja kein Sauerstoff rein. Ne? Weil das ist ja zugematscht dann. Das bringt's natürlich nicht, ganz klarer Fall. Ja, aber doch gut zu wissen, dass man damit gut fährt mit dem Urgesteins. Man also keine Angst haben muss, dass man da überdosiert oder so. Das ist schon mal eine richtig coole Sache. So, und wie es dann weitergeht mit dem Aquariumwasser? Vielleicht habt ihr eine Idee, müssen wir mal gucken. Aber wie gesagt, für die normalen Pflanzen müsste das dann natürlich kräftiger aufgedüngt werden, das ist ein ganz klarer Fall. Aber so als Grundstoff das zu nehmen, wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja, allerdings müssten wir das auch wieder im Verschnitt mit Leitungswasser machen, weil wir haben da keine Carbonathärte drin. Das dürfen wir nicht vergessen. Oder kaum in dem Sinne. Ne? Okay.